Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Ich habe noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los. Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Ach, bitte. Na gut. Ich hätte eine Idee, wie du zumindest mit ihm gleichziehen kannst. Aber sie wird dir nicht gefallen. Sag schon, sag schon, sag schon! Elektroschocktherapie. Was? Wir geben dir Elektroschocks, damit du auch Dinge vorhersehen kannst. Ich weiß nicht so recht. Wir würden uns am Schocktherapiestuhl treffen und los geht's. Nur bräuchte ich dafür einen besseren Kleiderbügel. Mit dem hier lässt mich der Kontrolleur nicht mehr in den Wäschelift. Was meinst du? Ich weiß wirklich nicht, ob ich das will. Überleg es dir einfach. Wenn du bereit bist, bringst du mir den besseren Kleiderbügel. Ich habe mich entschieden. Sehr tapfer, Kind. Dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel und es kann losgehen. Sprechen wir. Ich muss lang. Pass auf. Brauchst du zufällig Topflappen? Zufällig nicht. Ich habe immer ein eigenes Bad dabei. Und das ist farblich auf mein Kostüm abgestimmt. Wow. Tauschen wir? Na gut, warum nicht? Da kommt der nächste Ausgang. Hui, sieht aus wie... Hui. Hui. Der Wäscheliftbereich ist... Und los geht's! Aber Herr Mantel, du bist ja ganz schmutzig. Ach. Da kommt der nächste Ausgang. Das sieht gefährlich. Egal. Ich habe ihn genug geärgert. Da kommt der nächste Ausgang. Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten.
Seltsam. Wo ist denn Herr Mantel hin? Da kommt der nächste Ausgang. Und los geht's. Da kommt der nächste Ausgang. Das sieht gefährlich aus. Egal. Da kommt der nächste Ausgang. Los geht's. Ich möchte eine Schocktherapie. Ja, sehr gut. Wir treffen uns dann beim Schocktherapiestuhl. Du findest dahin? Ich hoffe doch. Na, dann kann es ja losgehen. Da kommt der nächste Ausgang. Und los geht's. Da kommt der nächste Ausgang. Ah, Edna, endlich. Dann kann's ja losgehen. Wenig später. Ich hoffe, du fühlst dich ja wohl da drüben. Das ist jetzt die letzte Chance für einen Rückzieher. Zu spät. Na, das war ja was. Eine gewisse Ähnlichkeit zwischen ihm und Captain Unbrauchbar besteht durchaus. Es gibt nicht viele Superhelden mit Bauch und Schnurrbart. Ah.
Oh oh. Dir ist. Ich. Immer der Doktor. Du kommst, du hast du. Und ich. All. Da müsste ich. So, und. So, so, wie ich es vorhergesagt habe. Bist du bereit für... Ich will es noch einmal versuchen. So, Skop. Kopf. Tatsächlich. Kopf. Jetzt ich. Ich tippe auf. Ah. Was ist das? Das kann nicht sein! Es ist Kopf! Was hat das zu bedeuten? Naja, zuallererst bedeutet es wohl, Edna is the King! Edna is the King! King, 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 King! Gib mir die Medaille, du Kanaille! Dein Thron gehört jetzt mir! Wow! Die Medaille ist tatsächlich aus echtem Gold. Ich halte nichts davon, meine Medaille. Ich käme mir wie ein obsessiver Militär oder ein gealterter Profisportler vor. Ich mag meine Trophäen schmutzig.